Wir haben eine günstige Fütterung. Wir haben nämlich deutlich weniger Produktionskosten bei der Fütterung. Wir haben mehr Milch. Mein Name ist Klaas Tiedemann, ich bin 36 Jahre alt. Ich bewirtschafte zusammen mit meiner Familie einen Milchviehbetrieb in Agartenburg, das liegt in der Nähe von Hamburg. Das war das letzte Dreivierteljahr, also das mit zweimal Füttern haben wir das letzte Dreivierteljahr angefangen, wo der Mischwagen zu klein war. Das hat nicht mehr, eine Ration hat nicht mehr gereicht für die Kühe. Und dann sind wir da auch übergegangen morgens. Ich wollte nicht zweimal innerhalb von einer Stunde, es wäre ja von der Arbeitsablauf einfacher, zweimal hintereinander gleich das fertig zu machen, das Füttern. Und dann habe ich gesagt, wenn man eh schon zwei Mischwagen macht, dann mache ich einen Mischwagen morgens und einen Mischwagen abends, so dass das Futter nur 12 Stunden sozusagen vorgelegen hat. Und das hat schon gleich einen positiven Effekt auf die Milchmenge von 1 Liter gehabt. Und dadurch hatte ich bemerkt, dass das sich positiv aufwirkt auf die Futteraufnahme. Ich habe mir eine Kalkulation aufgestellt, wo wir die Anschaffungskosten vom Selbstfahrer, größeren Futtermischwagen und einen Fütterungsroboter gegenübergestellt haben und habe mir die Einflussfaktoren von dem häufigeren Füttern, von der Energieeinsparung und Kraftfuttereinsparung gegenübergestellt. Nach dieser Kalkulation für das automatische Fütterungssystem entschieden. Als einen Vorteil ist die Arbeitszeiteinsparung, was für mich aber nicht die Kaufentscheidung war, sondern dass wir durch mehr Rohfaser aus dem Grundfutter die Kühe gesünder füttern wollen. Und auch gerade so Gruppen, die wichtigste Gruppe, die Trockensteergruppe, dass diese Gruppe, so wie das, wenn man in stressigen Zeiten die mal für 2 Tage gefüttert haben, dass die auch bis zu 3-4 Mal am Tag neues Futter vorgelegt bekommen und hier eine hohe Futteraufnahme stattfindet. Die Kühe haben das ohne Probleme aufgenommen. Die haben das Fressverhalten in den ersten Tagen hat sich komplett verändert. Wo vorher noch immer das Gedrängel direkt nach dem Melken war, am Futtertisch hat sich das komplett verändert. Darüber, dass viele Kühe jetzt wissen, dass 24 Stunden am Futtertrog frisches Futter vorliegt und dass sie nicht um das einmal am Tag vorgelegte frische Futter kämpfen und rangeln müssen. Es kam vor 1,5 Jahren ein Update, wo wir die Futterhöhe am Futtertisch variieren können, sodass zu den Melkzeiten 2 Stunden vorher die Futterhöhe angehoben wird von 8 auf 14 cm, sodass wenn alle Kühe mit Mahl vom Melken zum Futtertisch gehen, dort immer noch genug Futter vorliegt. Und dies ist gerade speziell für einen Melkstand notwendig, diese Einstellung. Gegenüber dem Melkroboterbetrieb, wo sie 24 Stunden gleichmäßig zum Fressen gehen. Und wir haben halt eben diese Spitzen, wo am meisten nach dem Melken gefressen wird am Futtertisch. Als wir vor 4,5 Jahren mit dem Lilly Vector in Betrieb gegangen sind, haben wir 120 Kühe gefüttert. Und dafür war ein Zeitaufwand von 3,5 Stunden notwendig. Und jetzt, heute mit 300 Milchkühen, benötigen wir 2 Stunden für 2 Tage so ungefähr. Vorteil von der Technik, dass wir die Technik, die jetzt, wo wir mit einem Lilly Vector 300 Kühen jetzt an seine Grenze gekommen ist, einfach einen zweiten Mischer ohne viel Aufwand hinzunehmen konnten. Und ihn auf diese Route, auf diese Routen, die auf dem ersten Vektor einprogrammiert waren, auch einfach mit hinzunehmen konnten. Und so deutlich mehr Kühe jetzt füttern können. Im T4C haben wir einen Überblick über die gesamt gefütterten Mengen der einzelnen Komponenten, die wir füttern. Und hier ist auch ein Preis für jede einzelne Komponente hinterlegt. Wenn wir mehr Kraftfutter füttern, habe ich sofort einen Überblick, ob dieses 1 Kilo mehr Kraftfutter sich auch wirtschaftlich ausgewirkt hat. Hier ist es ja auch so, wir haben ja nicht für den Futterroboter gebaut. Wir haben keinen
Stall gleich in der Planung mit Fotoroboter drin gehabt, sondern der Fotoroboter musste sich hier sich anpassen auf den Betrieb, wie es hier vorhanden ist. Die Einführung des Lili Vectors hat bei uns zu einer Reduzierung der Produktionskosten je Liter Milch geführt. Gerade diese Einsparung, man hat nicht immer die Möglichkeit, was an dem Milchpreis zu ändern, aber wo wir viel Einfluss haben, ist auf unsere Produktionskosten. Und das ist der Bereich, wo unser Gewinn ist und wo wir Einfluss haben, einen höheren Gewinn zu erzielen.